25. März 1957, nach zähen Verhandlungen, unterzeichneten 6 Länder, Italien, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland, die römischen Verträge, die Geburtsurkunde der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Atomgemeinschaft Euratom. Der Zweite Weltkrieg hatte Europa ins Chaos gestürzt. Nun setzte sich der Wille für einen dauerhaften Frieden durch, basierend auf der Aussöhnung Frankreichs und Deutschlands und einer Wirtschaftskooperation unterschiedlicher Mächte. So wurde in Rom an jenem 25. März ein historisches Abkommen besiegelt und der Grundstein gelegt für den weitaus ehrgeizigeren Plan einer politischen Föderation, die Vereinigten Staaten von Europa. Et voici maintenant que nous achevons la première étape de notre œuvre, celle de la décision. Nous voudrions la livrer à la jeunesse de notre pays pour qu'elle réalise les promesses de l'avenir. Um zu verstehen, welche Herausforderungen das europäische Aufbauwerk begleitet haben, rekonstruieren wir mit Hilfe von Historikern durch die diplomatischen Dokumente und die Erinnerungen der Gründerväter Europas, was sich damals wirklich abgespielt hat. Hinter den Kulissen und oft sogar hinter verschlossenen Türen. Das glaube ich ja gar nicht. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1950. Dieser Mann heißt Jean Monnet. 61 Jahre alt, ohne akademischen Abschluss, blickt er dennoch auf eine beeindruckende Karriere zurück. Während des Zweiten Weltkriegs vertrat er in Washington die Alliierten. Er ist extrem gut vernetzt, gehört zu jenem kleinen Zirkel, der sich seit Kriegsende für ein föderalistisches Europa einsetzt. Als Wirtschaftsberater der französischen Regierung und Leiter des Planungsamts trifft er in Paris auf den Ministerpräsidenten René Pleven und unterbreitet ihm ein strategisches Vorhaben. René Pleven steht seit einem knappen Monat an der Spitze einer Koalitionsregierung. Wie viele seiner europäischen Amtskollegen hat er an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Die politische Lage ist instabil und der Wirtschaftsaufschwung, obwohl von den USA mit dem Marshallplan gefördert, ist verhalten. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist Europa in zwei Blöcke gespalten. Die Lage ist gespannt. Im Sommer 1950 richten sich alle Blicke nach Asien. Das kommunistische Nordkorea ist in Südkorea eingefallen. Darin sieht die Welt einen Ausdruck der Expansionspolitik der Sowjetunion. Der Koreakrieg, so wird befürchtet, könnte nur eine Generalprobe sein für die Invasion der Sowjets in Westdeutschland. Wie stark sind die Sowjets momentan an der deutschen Grenze? Laut Geheimdienst 25 Divisionen, vielleicht auch 30. Und wir? Vier? Vier. Dazu die 4 Divisionen von den Briten, eine von den Belgiern, eine amerikanische, 10. 10 gegen 27? Angesichts der Bedrohung fordert Amerika die Wiederbewaffnung Deutschlands. 1950 ist das für die europäischen Nachbarn Deutschlands noch undenkbar. Die USA haben recht. Wir müssen Deutschland wieder bewaffnen. Wir brauchen sie, um uns zu schützen. Das meinen Sie nicht ernst? Eine Wiederbelebung der Wehrmacht? Deutschland ist Stalins Hauptziel. Wie sollen wir Deutschland verteidigen ohne die Deutschen? Aber ich stimme Ihnen zu, eine Wiederbelebung der Wehrmacht kommt nicht in Frage. Deshalb plädiere ich für eine neue europäische Armee. Das wäre das Ende der französischen Armee. Egal, wie Sie die Sache auch drehen und wenden, die Gründung einer europäischen Armee bedeutet das Ende der französischen Streitkräfte. Das hat Schumann zunächst auch gesagt. Inzwischen unterstützt er uns. Zu einer vereinten europäischen Armee könnte Deutschland wie alle anderen etwas beisteuern, um gemeinsam mit den Partnern Europa zu verteidigen. Dazu braucht es aber keine eigene deutsche Heeresführung.
Im Grunde würden wir dann mit unseren Armeen genauso verfahren wie mit unserer Kohle und unserem Stahl. Das ist der gedankliche Ansatz. Gerade erst konnte der französische Außenminister Robert Schuman 5 europäische Länder, darunter Deutschland, überzeugen, ihre Kohle- und Stahlproduktion einer unabhängigen hohen Behörde zu unterstellen. Dieses radikal neue, wegweisende Konzept, die Keimzelle einer supranationalen europäischen Regierung, greift Jean Monnet auf und überträgt es auf den Bereich der Verteidigung. Aber kann er René Pleven für den Plan gewinnen? Verzichten wir auf unsere militärische Souveränität. Schaffen wir ein Verteidigungsministerium auf europäischer Ebene. Es würde von einem paneuropäischen Parlament kontrolliert. Genau das ist die große Idee. Sicherheit an unseren Grenzen und Frieden in Europa, ein für alle Mal. René Pleven zögert. Der Plan rüttelt an nationalen Hoheitsrechten und erweckt die Gespenster des Krieges zum Leben. Können Sie die Franzosen, aber auch Belgier, Niederländer und Italiener im Namen Europas bitten, Gemeinschaftsbataillone mit deutschen Soldaten zu formen? Die französische Regierung regt die Gründung. Schließlich wagt Pleven den Sprung und ergreift die Initiative zur Unterbreitung des französischen Plans für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Unter ihrem Dach sind die 6 Länder vereint, die bereits die Montanunion bilden. 2 Jahre vergehen und 1952, nach einem diplomatischen Kraftakt, unterzeichnen die 6 Partnerländer in Paris den Gründungsvertrag der EVG, der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Bundeskanzler Konrad Adenauer hat sich für das europäische Lager entschieden. Er will Westdeutschland wirtschaftlich und militärisch in den Westen einbinden und die Erbfeinde Frankreich und Deutschland miteinander versöhnen. Nun müssen die 6 Staatschefs den Vertrag noch ihren Parlamenten vorlegen. Leichter gesagt als getan. 2 Jahre später, 1954, steht alles auf Anfang. Monsieur Spark? Der belgische Außenminister Paul-Henri Spark nimmt die Sache in die Hand. Eine in Brüssel einberufene Konferenz soll für die 6 Partner endlich den Durchbruch bringen. Guten Tag. Bis auf Frankreich haben alle Partnerländer den Vertrag problemlos ratifiziert oder stehen kurz davor. In Frankreich jedoch formiert sich Widerstand gegen den Gedanken einer europäischen Verteidigung. Die Regierungsopposition mauert und wittert Vaterlandsverrat. Willkommen in Brüssel. Gute Reise gehabt. Danke. Pierre Mendès France, seit 3 Monaten in Paris im Amt als Ministerpräsident und Außenminister, verlangt im Namen seiner Regierung eine Reihe von Vertragsänderungen. Das glaube ich nicht. Herr Minister, Mendès France erwartet Sie in meinem Büro. Ah ja. Danke. Ist die geplante Verteidigungsgemeinschaft Europas zum Scheitern verurteilt? Also, werter Freund, diese Abänderungen, all die Ausnahmeklauseln, die Sie für Frankreich beanspruchen, widersprechen dem Geist einer Gemeinschaft. Und die Gleichberechtigung, die die EVG Deutschland zum ersten Mal bieten will, wäre vom Tisch. Adenauer ist am Boden zerstört. Gut, dann muss ich mit ihm reden. Er ist nicht bereit, sich unter 4 Augen zu unterhalten. Das ist ärgerlich. Aber für die EVG habe ich keine Mehrheit mehr. Die Kommunisten im Parlament wollen sich nicht gegen die Sowjets stellen. Die Gaullisten wollen die staatliche Souveränität erhalten und die Sozialisten sind gespalten. Ich muss eine Lösung finden. Das ist aber keine Lösung, sondern das Ende unseres Plans. Wollen Sie dieses Europa oder wollen Sie es nicht? An der Konferenz wirken die 3 Benelux-Staaten mit, vertreten durch Paul-Henri Spaak, den niederländischen Außenminister Johan Willem Bayen und den Ministerpräsidenten von Luxemburg, Josef Bech. Hinzu kommen für Italien der Außenminister Attilio Piccioni, der französische Regierungschef Pierre Mendès France und für die Bundesrepublik Kanzler Konrad Adenauer. Eine Klausurtagung in höchst angespannter Atmosphäre, denn es gilt, den französischen Widerstand zu brechen. Sie vernichten das Projekt mit Ihrer Verzögerungstaktik. Durchaus nicht. Die gewünschten Änderungen sind unwesentlich. Dass ich nicht lache. Die französischen Patrioten können den Vertrag nur so akzeptieren. Sie selbst haben sich für die EVG ausgesprochen. Halten Sie sich etwa nicht für einen Patrioten? Monsieur Mendès, die Bundesrepublik Deutschland
braucht ein festes Bündnis in Westeuropa. Sonst wird sie vom Osten geschluckt. Und wir brauchen es so schnell wie möglich, solange ich noch am Leben bin. Herr Bundeskanzler, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Dann nutzen Sie Ihren Einfluss. Bei Ihren Wählern sind Sie außerordentlich populär. Dennoch entscheidet die parlamentarische Mehrheit, was umgesetzt wird und was abgelehnt. Und soweit reicht mein Einfluss auch nicht. Diese Abänderungen stehen im Widerspruch zur geplanten Gleichstellung meines Landes. Das Bündnis sollte eine Nagelprobe sein für eine wahrhaft würdevolle und echte Aussöhnung. Wenn ich das Verteidigungsbündnis auch nur erwähne, tobt er, Rio. Das ist das Ende Frankreichs. Wenn ich von deutschen Kontingenten in der europäischen Armee spreche, entgegnet Dalatier, bevor Sie uns sowas vorschlagen, gehen Sie nach Auschwitz. Verzeihen Sie aber, genauso ist die Realität in meinem Parlament. Ich kann das einfach nicht verstehen. Wenn wir uns hier nicht einigen, dann gibt es einen freien Weg für eine nationale Armee und das will doch niemand. Glauben Sie? Ja, natürlich. Genau das folgt daraus. Er hat recht. Außerdem wollen wir, dass England mit von der Partie ist. England unterstützt uns, applaudiert, aber nur aus der Ferne und höchst unverbindlich. Für London geht das alles nur das Festland an, aber für uns gibt es einfach kein Europa ohne ihre Beteiligung. Aber das ist doch alles nicht neu. Wir wussten von Anfang an, dass das Vereinigte Königreich nicht dabei ist. Das Gleiche passierte bei der Montanunion, aber wir haben sie am Ende doch in die Tat umgesetzt. Mondes, letzten Monat hat alle Welt gestaunt, wie sie es fertiggebracht haben, Frankreich aus diesem schmutzigen Konflikt in Indochina rauszuhauen. Alle Welt hat gestaunt, mit welch ungeheurem Geschick sie all dies ausgehandelt haben. Und das ausgerechnet mit den Sowjets, mit Herrn Molotow, Mr. Njet. Aber genauso gut weiß jeder von ihrer geheimen Vereinbarung mit den Sowjets, dass sie im Gegenzug dieses europäische Bündnis zu einer gemeinsamen Verteidigung vereiteln. Die Basis meiner Außenpolitik ist das transatlantische Bündnis. Das habe ich immer gesagt. Die Basis vielleicht, aber was ist Ihr Ziel? Mein Ziel ist und war der Frieden. Dann streiten Sie es also nicht ab. Bayern, was Sie sagen, ist abscheulich. Aber was Frankreich hier im Grunde ablehnt, ist die Supranationalität. Es ist die Aufgabe der Souveränität. Sie lehnen die politische Union ab, oder etwa nicht? Inzwischen ist Artikel 38 komplett gestrichen. Und damit all ihre Bemühungen, Spark, einer europäischen Föderation den Weg zu ebnen. Wir sollten Ruhe bewahren, meine Herren. Ich bitte Sie. Unser Projekt darf doch nicht scheitern. Rekapitulieren wir. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft war ursprünglich ein Vorschlag aus Frankreich, um die einseitige Wiederbewaffnung Deutschlands zu verhindern. Die Idee einer echten Supranationalität ohne Recht auf ein Veto, diese fabelhafte Idee eines politischen Europa, stammt ebenfalls von Frankreich. Heute würde ich das nicht mehr meinen. Gleichwohl ist es verständlich. In den 4 Jahren, seit Frankreich diesen Vorschlag gemacht hat, wurden dort 7 Regierungen gestürzt. Eine konsequente Politik wird dadurch natürlich erschwert. Das würde ich keine Rekapitulation mehr nennen, sondern einen Angriff auf die 4. Republik. Das werde ich nicht akzeptieren. Die Fronten sind verhärtet. Weder Mondes France noch seine Partner wollen nachgeben. Der Plan steckt in einer Sackgasse. Die Idee eines supranationalen Europas zieht in Frankreich nicht mehr. Mondes France unterbreitet den Vertrag halbherzig der Nationalversammlung, die ihn, wie nicht anders zu erwarten, ablehnt. Das Nein versetzt der angestrebten europäischen Verteidigungsgemeinschaft endgültig den Todesstoß. Zur Schadensbegrenzung erhält die Bundesrepublik 1 Monat später die militärische Souveränität. Freilich nur im Rahmen der NATO und verbunden mit strikten Auflagen, die Adenauer akzeptieren muss. Die Bemühungen um eine gemeinsame europäische Verteidigung, die Westdeutschland mit den 5 anderen Partnern gleichstellt, sind gescheitert. Nach diesem Debakel gibt Jean Monnet, der große Verfechter der europäischen Projekte, seinen Rückzug von der Präsidentschaft der jungen Montanunion bekannt. Hallo. Ja. Wenn selbst Jean Monnet scheinbar das Handtuch wirft, bedeutet dies auch das Ende der Europäischen Revolution?
Eigentlich scheint das Kapitel abgeschlossen. Nicht so ganz womöglich für Jean Monnet, der hinter den Kulissen die Fäden zieht und sofort zu Paul-Henri Spaak nach Brüssel fährt. Pardon. Ich bitte Sie. Ich hätte zu gern von Ihnen gehört, dass Sie im Amt bleiben. Nein, nein, ich werde zurücktreten. Das ist notwendig. Sie werden es gleich verstehen. Sie wissen ja, dass wir erneut die Regierung gewechselt haben. Und nochmals, eine mehr. Mondes hielt sich gerade mal 7 Monate. Wann kommt dieses Karussell mal zum Stillstand? Europa braucht ein stabiles Frankreich. Europa? Sie meinen wohl die Welt? Hm. Mein Kabinettschef wird mit uns dinieren. Es macht Ihnen nichts aus? Gar nicht. Im Gegenteil. Rothschild? Dieses Karussell, wie Sie es nennen, ist möglicherweise eine Chance. Eine Chance? Sie machen mich neugierig. Ich werde es Ihnen erklären. Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage. Ich habe für uns einen Nebenraum reserviert. Sehr gute Idee. Gehen wir. Filet von der Seezunge an Rieslingrahm. Mein Lieblingsgericht. Nach dem Taschenkrebs. Bringen Sie uns später noch mal den Topf. Für die Soße. Guten Appetit. Guten Appetit. Edgar Faure, der neue Premierminister in Paris, blickt durchaus wohlwollend auf die europäische Idee. Und er muss den Ruf der französischen Diplomatie retten nach dem Fiasko der Brüsseler Konferenz. Fangen Sie nicht damit an. Edgar Faure hat viele Qualitäten. Eine davon ist, dass er mich nicht besonders mag. Soll heißen? Soll heißen, dass ihn mein Rücktritt ganz besonders freuen wird. Nichts wird ihn mehr motivieren, die europäische Idee wiederzubeleben, als das Wissen, dass ich nicht mehr dabei bin. Aber keine Angst. Ich werde nicht tatenlos bleiben. Offiziell allerdings ist es Zeit für einen Rückzug. Weil der Moment für einen neuen Vorschlag gekommen ist. Exzellent. Und er lautet? Zunächst braucht es eine Taktik. Dieser Vorschlag darf auf keinen Fall von mir kommen. Offiziell nicht einmal von Frankreich, sondern von außen. Von einem der kleinen Staaten. Von Ihnen zum Beispiel. Wir können nicht einfach so nochmal eine europäische Föderation vorschlagen, direkt und frontal. Nein, wir müssen taktisch vorgehen. Sie meinen also verdeckt? Nicht unbedingt, aber mit einem enger gefassten Projekt. Wie die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Mit ihr haben wir bereits den Ansatz für ein europäisches Parlament, der gut funktioniert. Genau da machen wir weiter. Indem wir den Strommarkt zusammenlegen? Ja. Und das Transportwesen? Warum nicht? Ich persönlich denke an einen europäischen Atompool. Die Argumentation ist einfach. Erstens, Kohle spielt keine Rolle mehr. Zweitens, wir brauchen Erdöl. Das ist die Gegenwart, aber selbst haben wir keines. Und so ein Abhängigkeitsverhältnis ist extrem gefährlich. Und drittens, durch Atomkraft werden wir unabhängig. Aber sie ist zu teuer. Genau das ist unser Problem. Dankeschön. Ich kann Ihnen folgen. Wenn wir nichts tun, werden Belgien, Holland und Deutschland den USA schlüsselfertige Reaktoren abkaufen. Ja, natürlich. Und aus der Abhängigkeit von arabischem Erdöl wird eine Abhängigkeit von den Amerikanern. Die Franzosen werden, wie die Engländer, auch ihre eigene Nuklearforschung betreiben wollen. Aber im Wettbewerb mit den USA werden sie niemals mithalten. Oder gar mit den Sowjets. Allerdings. Und damit finden sie keinen internationalen Markt, um ihre Investitionen zu amortisieren. In einer europäischen Gemeinschaft für Atomenergie kämen die Investitionen von allen zusammen, was sie viel mächtiger machen würde. Abgesehen davon gäbe es sofort einen großen Markt, um die Kosten zu amortisieren. Und bis 1965 wären wir vielleicht unabhängig von allen anderen. Was meinen Sie? Alle profitieren. Ich habe für Sie ein kleines Konzeptpapier erstellen lassen. Wir nennen das Bündnis Euratom. Hört sich gut an. Und die Bombe? Oh nein. Nein, das meine ich ja. Eine Nuklearforschung zu 100% friedlich, für zivile Zwecke und made in Europe. Das ist der Punkt. Und die Amerikaner? Tja, dadurch verlieren sie einen Markt. Und was meint John Foster Dulles im State Department? Sie stehen sich doch nahe. Ich weiß nicht, ob wir es besprochen haben, aber ich weiß, was er denkt. Für Washington ist es vor allem wichtig, dass Europa auf Atomwaffen verzichtet. Und in diesem Fall haben wir ihre volle Unterstützung. Hm. Allerdings sind die USA auch kein Patentrezept. Ihre Unterstützung für die EVG hat uns auch nicht ans Ziel gebracht. Ihre Unterstützung garantiert keinen Erfolg. Doch wenn Sie es nicht tun, dann wird es schwierig. Paul-Henri Spaak zeigt Interesse am Vorschlag Jean Monnets. Im Frühjahr 1955 entsendet er seine engsten Mitarbeiter, die Haltung seiner Benelux-Partner, der Niederlande und Luxemburgs, auszuloten.
Jeder wägt die Möglichkeiten für eine Reaktivierung Europas ab. Der niederländische Außenminister Johan Willem Bayen sieht die Zukunft Europas in erster Linie als Wirtschaftsunion. Monet hat recht. Wenn wir nichts unternehmen, um ein einiges Europa zu schaffen, spielen wir bald alle neben den Großmächten überhaupt keine Rolle mehr. Wir wären vollkommen abhängige Satellitenstaaten. Aber für uns ist es uninteressant, nur die europäische Atomwirtschaft zusammenzulegen. Das ist mir zu wenig ehrgeizig, wenn Sie verstehen. Monet meint, dass die EVG genau deshalb scheitern musste, weil sie zu ehrgeizig war. Dass wir damit zu viel auf einmal wollten. Da täuscht er sich. Wenn die EVG gescheitert ist, dann zum einen, weil Stalin gestorben ist, zum anderen, weil es in Korea dann einen Waffenstillstand gab und drittens, weil die Gefahr von außen nicht mehr so akut war. Denken Sie immer daran, mein Lieber. Erheblicher internationaler Druck macht uns entweder mutig oder feige. Ja, und was jetzt? Wir müssen mit einer Zollunion anfangen. Aus einer Zollunion kann sich eine Wirtschaftsgemeinschaft entwickeln. Und eine Wirtschaftsgemeinschaft erfordert obligatorisch die Koordination der Politik in allen Bereichen, sodass am Ende eine politische Union daraus wird. Das funktioniert wie ein Räderwerk. Es ist eine Mühle. Und damit kennen wir uns hier aus, mit Mühlen. Ich muss sagen, Sie sehen skeptisch aus. Das würde ich mir nie erlauben. Ich behaupte nicht, dass es machbar ist. Ich sage nur, dass diese Union eine Notwendigkeit ist. Eine geeinte Wirtschaft mit insgesamt 150 Millionen Verbrauchern. Welcher Staatsmann hätte kein Interesse daran, so etwas zu schaffen? Dies wird ein Jahrhundert der Großmächte sein und vor dieser Wahrheit dürfen wir nicht die Augen verschließen. Wir brauchen eine Fusion unserer Märkte ohne Zollbeschränkungen. Dann können die Waren frei verkehren, genauso wie die Menschen. Indem wir einen europäischen Raum schaffen, wird Europa für die Menschen konkret erlebbar. Aber nicht durch irgendwelche Büros und eine Atomenergieverwaltung irgendwo in Luxemburg. Und Spark? Was sagt er dazu? Mein Minister meint, dass Monet recht hat und dass Bayen auch nicht falsch liegt. Jetzt möchte er Ihre Meinung hören. Ständig will jeder meine Meinung hören. Dieses kleine Ding habe ich geschenkt bekommen. Ein äußerst interessanter Apparat. Luxemburgs Premierminister Joseph Bech ist ein gewiefter Stratege. Zu Kompromissen bereit und überzeugt, dass die kleinen Länder eine Vermittlerrolle übernehmen müssen. Natürlich interessieren wir uns für einen gemeinsamen Markt mit Frankreich und Deutschland. Als Zwergstaat leben wir schließlich vom Export. Für uns ist klar, dass wir nur gewinnen können. Aber was ist mit Frankreich? Bayern ist genial, aber Frankreich vergisst er völlig. Wenn die französische Industrie nicht mehr durch ihre Zolltarife geschützt wird, geht sie unter. Es muss etwas geben, das Paris unbedingt will. Einen handfesten Vorteil, damit es sich auf einen gemeinsamen Markt einlässt. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Was Deutschland angeht, die Deutschen haben den niedrigsten Zolltarif. Wenn wir eine Zollunion wollen, brauchen wir einen gemeinsamen Tarif für alle sechs. Damit würde er für Deutschland automatisch höher. Aber die Deutschen wollen eine europäische Gemeinschaft so sehr, dass sie trotzdem mitmachen. Nehme ich an. Nein, ich halte es für sicher. Wie steht Italien dazu? Die Italiener. Sie haben sich zweimal in ihrem Verbündeten geirrt in den letzten Kriegen. Dieses Mal werden sie uns nicht im Stich lassen, glauben Sie mir. Und London? Tja, die Engländer. Die werden nicht dabei sein. Sie haben ja schon ihren Commonwealth. Damit können sie sich einer zweiten Zollunion nicht anschließen. Sie sind blockiert. Immer vorausgesetzt, dass sie sich überhaupt anschließen wollen, was ich bezweifle. Zusammengefasst interessiert Monets Idee Bayern nicht und Bayerns Idee interessiert Frankreich nicht. Was jetzt? Aufgepasst! Einen Umstand dürfen wir nicht vergessen. Wenn Monet sagt, dass sein Euratomplan für Paris von echtem Interesse sei, dann hätten wir eine Lösung. Dann würden die Deutschen nämlich Euratom akzeptieren, unter der Bedingung eines gemeinsamen Marktes. Und Paris würde für Euratom den gemeinsamen Markt akzeptieren. Das hat Spark auch gesagt. Aber führte das nicht zu einem Verwaltungsungetüm? Nein, das ist ein Jugendtim, wie die Juristen sagen.
Um das eine zu erhalten, muss ich das andere akzeptieren. Natürlich verkompliziert es die Verhandlungen, aber damit haben wir gleich zwei Asse in der Hand. Traumhafte Voraussetzungen. Die Strategie geht auf. Die Benelux-Staaten verfassen einen Doppelvorschlag. Für eine Wirtschaftsgemeinschaft und ein Atomenergiebündnis. Geprüft wird er in Messina, unter der Sonne Siziliens, wo sich die 6 Regierungsvertreter zum Gipfel eingefunden haben. Das Memorandum überzeugt. So sehr jedenfalls, dass die Idee einer europäischen Integration mit 6 Partnern offiziell wiederbelebt wird. Doch kann die Einigungsidee Europas kaum ein Jahr nach dem Tod der EVG wirklich auferstehen? Bereits im Juli 1955 reist ein Heer von Experten nach Brüssel, um die ökonomischen und sozialen Spielregeln dieses neuen Europas zu definieren. Mit der Führungsrolle wird Paul-Henri Spaak betraut, denn er gilt als resoluter Pragmatiker. Und Spaak will das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Meine Herren, dieser Tag könnte in die Geschichte eingehen. Klingt nach einem guten Anfang. Ja, aber ich würde lieber sagen, auf zu einem Neuanfang. Das ist ein Auftakt. Kernig und motivierend. Gut. Auf zu einem Neuanfang. Nachdem unser Versuch, Europa zu einem festen Bündnis zu vereinen, für tot erklärt wurde, sitzen Sie, als Abgesandte Ihrer Länder hier zusammen, um Tatsachen zu schaffen. Etc., etc., etc. Die Presse wie auch die Öffentlichkeit haben die Bedeutung dieser Kehrtwende noch nicht ermessen können. Am Tag meiner Rückkehr aus Messina las ich in der Zeitung, es sei, ich zitiere, fraglich, ob außer viel Gerede irgendetwas erreicht wird. Das stand da wirklich? Wir werden sie widerlegen. Und diese Leute Lügen strafen. Apropos, der Abgeordnete Jacquet hat mir in Paris gesagt, dass sich die Zeitung Franc-Tireur für die europäische Idee stark machen könnte. Aber sie braucht 30 Millionen Vorschuss an Finanzmitteln. Vielleicht können wir da helfen. Mal sehen, was wir machen können. Ein herzliches Willkommen an den britischen Gesandten Mr. Bretherton, der uns als Beobachter beehrt. Ah, nun schicken Sie doch einen Vertreter. Schon, aber nur die zweite Garde. Wenigstens etwas. Mögen unsere Arbeiten Ihnen helfen, Ihre Regierung zu überzeugen, sich dem europäischen Aufbauwerk bald anzuschließen. Na bitte, bestens. Aber die Verhandlungen führen wir erstmal so weiter wie gewohnt. Ja, wir machen weiter so. Kein Problem für ihn. Umso besser, was mich angeht. In London, wo ich während des Krieges Mitglied der Exilregierung war, konnte ich das Wort Tottenham nicht richtig aussprechen und wurde deshalb Arsenal-Fan. Ha. Ah, gut, Sie sind schon angekommen. Rothschild, darf ich Ihnen Pierre Ury vorstellen? Er wurde mir von Monet empfohlen. Er war seine rechte Hand in der Montanunion und wird bei den Verhandlungen meine rechte Hand sein. Liebste Marie, machen Sie uns bitte Kaffee. Der brillante Nationalökonom Pierre Ury ist ein enger Mitarbeiter Jean Monnets und schon seit Jahren überzeugter Europäer. Während Pierre Ury an der Seite Spaaks agiert, betätigt sich Monnet, der kein offizielles Amt mehr begleitet, als geschickter Strippenzieher. Unter Aktivierung alter Kontakte und Netzwerke begründet er das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten Europas und lädt im Januar 1956 führende Persönlichkeiten aller 6 Länder nach Paris, Politiker und Gewerkschaftler von links bis rechts. Das Ziel? Entwicklung von Konsens und Dialog für ein integriertes Europa, abseits nationaler Regierungspolitik. An der Spitze dieser Gruppe steht der Sozialist Guy Mollet, der 2 Wochen später französischer Regierungschef wird. Die Monate vergehen. Überall türmen sich technische und politische Schwierigkeiten, die so erdrückend sind, dass die auf ihre nationalen Interessen bedachten Experten um Spaak einfach keinen Entwurf zustande bringen. Das Projekt ist vermutlich zu komplex und zu neu. Keine Entscheidung über den gemeinsamen Markt oder auch nur über die Zollunion. Die Experten finden weniger leicht Lösungen für Probleme als Probleme für Lösungen. Diesmal bin ich aus der Haut gefahren und so richtig explodiert. Manchmal bringt sie das weiter. Schauen Sie selbst. Luxemburg. Sie wollen den freien Personenverkehr begrenzen, weil Sie Angst vor einer Schwemme von italienischen Arbeitern haben. Bravo! Und Frankreich? Sie wollen den gemeinsamen Markt erstmal auf 4 Jahre begrenzen, sozusagen als Probelauf. Hervorragend.
Deutschland fürchtet, seine Sozialstandards auf das Niveau Frankreichs heben zu müssen, was doch eine sehr gute Sache wäre. Monet hat recht. Wir schaffen es nur mit politischem Willen, aber nicht so. Monsieur Spark? Ah, Uri. Gerade habe ich mit dem britischen Vertreter gespeist. Er reist ab. Großbritannien zieht seinen Beobachter ab. Unser Werk interessiert sie nicht mehr. Und aus welchem Grund? Nichts Neues. Sie wollen von einer Zollunion nichts wissen. Ohne die Briten wird sich unsere Zollunion wie eine Kontinentalschranke auswirken. Aber wenn Sie dazustoßen... Sie haben schon Ihre Zollunion mit dem Commonwealth. Sie hängen noch an Ihrem Empire. Der Fall ist klar. Bretterton sagte, Sie werden sich nie auf einen Vertrag für einen gemeinsamen Markt einigen können. Falls Sie es doch schaffen, kann der Vertrag nicht ratifiziert werden, wie die EVG. Wird er doch ratifiziert werden, wir ihn bekämpfen. Sehr nett. Wir werden Ihnen das Gegenteil beweisen. Ich mache es anders. Wir hören hier auf und schicken alle Experten in ihre Heimat zurück. Dann werden Sie Brüssel entvölkern. Hören Sie, Uri. Sie waren bei allen Gesprächen dabei. Die Frage ist tausendmal diskutiert worden. Uri, nehmen Sie sich 3 Mitarbeiter, 2 Wochen Auszeit und das hier. Erarbeiten Sie für uns die Grundzüge eines Vertragswerks. Na endlich. Darauf habe ich lange gewartet. Ganz allein? Im Forum haben wir es lange genug probiert. Mein Ansehen hat bei unseren Partnern sehr gelitten. Wir müssen diesen Bericht jetzt vorlegen. Unbedingt. Uri, Monet hat mir versichert, dass Sie genau der richtige Mann sind. Enttäuschen Sie mich nicht. Sympathisch, dieser Spark. Gefällt mir das Hotel. Ist schön, den Europa-Gedanken am Meer auszuarbeiten. Letztes Mal Sizilien und jetzt die Côte d'Azur. Der nächste Gipfel ist in Venedig, stimmt's? Ja, in 2 Monaten. Alles gut, Chantal? Fakt ist, bisher tut er nichts. Er muss sich ausruhen, bevor er anfängt. Sie sind ein großes Risiko eingegangen, als Sie alles auf ihn gesetzt haben. Mischen Sie sich da nicht ein. Hauptsache, Sie halten mich regelmäßig auf dem Laufenden. Die 6 beabsichtigen, einen weitreichenden gemeinsamen Wirtschaftsraum zu gründen. Nein, eine weitreichende gemeinsame Wirtschaftspolitik, die ein starkes, stabiles Produktionsgefüge darstellt und eine beständige Expansion ermöglicht. Die Realisierung erfolgt schrittweise und erfordert erstens die Beseitigung sämtlicher Zölle innerhalb der Gemeinschaft und außerdem zweitens die Festlegung eines Außenzolls für alle Länder der Gemeinschaft. Für den funktionierenden Ablauf werden 4 Institutionen benötigt. Ein Ministerrat, eine Europäische Kommission, ein Gerichtshof und ein Parlament. Die 2 letzteren übernehmen die bereits existierenden Gremien der Montanunion. Der Vertrag sieht für den gemeinsamen Markt folgende Korrektivsysteme vor. Erstens eine Investitionsbank für Strukturförderprogramme in einzelnen Regionen, vor allem für den Mezzogiorno. Und weiter? Das könnte problematisch werden, aber es ist eine große Idee der Italiener. Ein Fonds mit Fördermitteln für Regionen, denen aus der Einführung des gemeinsamen Marktes besondere, strukturell bedingte Einbußen erwachsen könnten. Ist doch viel einfacher als dieses bürokratische Monster, nicht? Das Ziel von Euratom ist die Entwicklung, das Übel, aller übergreifenden Organe einer internationalen Nuklearindustrie. Die europäischen Staaten würden sich damit für alle Zeiten abhängig machen. Für alle Gespräche, die noch kommen. Wir müssen uns klar machen, das ist beispiellos. Bitte suchen Sie diese Passage für mich heraus. Bitte, wir kommen doch voran. Die Europäische Gemeinschaft muss die Atomenergie ausschließlich zu friedlichen Zwecken entwickeln. Um das sicherzustellen, sind lückenlose Kontrollen erforderlich, und zwar auch auf internationaler Ebene. Das Ganze ist klar und konzis. In nur 12 Tagen. Europa steht jetzt tief in ihrer Schuld, Uri. Damit reisen wir nach Venedig. Jetzt haben Sie sich eine Auszeit verdient. Was werden Sie tun? Wintersport mit meiner Familie.
Ah, von der Côte d'Azur in die Alpen. Frohe Ostern, Yuri. Schönes Eiersuchen, Spark. Der Spark-Bericht enthält bereits die Eckpfeiler des künftigen Europa. Einen Monat später, Ende Mai 1956, treffen sich die sechs Außenminister in Venedig, um darüber zu befinden. Unter den Partnern wird vor allem eine neuerliche französische Blockade befürchtet. Zu frisch ist die Erinnerung an das EVG-Fiasko. Frankreich ist in jenem Jahr 1956 mit den dramatischen Ereignissen in Algerien beschäftigt. Diesmal bleiben die Einwände aus, zur allgemeinen Erleichterung. Trotzdem verlangt Frankreich, weiter auf eine englische Beteiligung zu pochen und die afrikanischen Kolonien mit dem gemeinsamen Markt zu assoziieren. Die Partner geben sich großzügig. Die ganze Debatte währt nur eine halbe Stunde. Mit seiner Super-8-Kamera fängt Joseph Bech diesen Moment des Glücks in der Lagune der Serenissima ein. Gelingt nach Venedig der Schritt vom Reißbrett zum Aufbau, von Absichtserklärungen zu konkreten Verpflichtungen, zu den erforderlichen Konzessionen und Risiken, die der Vertrag mit sich bringt? Die Experten der sechs Länder kehren zurück nach Brüssel, um das Projekt unter dem Zepter Sparks und zuverlässiger Vertrauensmänner wie dem Belgier Jean-Charles Noir umzusetzen. Jetzt beginnen die echten Verhandlungen. Spark fordert die Minister Bech und Bayen auf, ihre Vorbehalte zu überwinden und seinen Optimismus zu teilen. Das wird Europas Wiege, Val d'Uchesse. Hier werden wir sie ausbrüten, die Verträge. Mhm. Seit 40 Jahren unbewohnt, aber es wurde renoviert. Wie ich höre, fühlen sich die Unterhändler wohl hier. Mit dem Park, der ist sehr wichtig. Fehlt nur noch eine Golfbahn für ihr Glück. Sie wirken so gelöst, wenn ich dabei an die letzten Forderungen Frankreichs denke. Naja. Sie meinen die neuesten Forderungen? Forderungen, die durchaus ambitioniert sind. Meinen Sie zum Beispiel die Harmonisierung der Sozialgesetze? Sie sprechen mit einem Mann der Linken. Ich bin geradezu entzückt. Unser gemeinsamer Markt sollte doch auch dazu gut sein, oder? Schon, aber das hält uns nur auf. Entweder einigen wir uns auf alles, bevor wir unterzeichnen, was vielleicht 1000 Jahre benötigt. Oder wir unterzeichnen sofort und arrangieren uns später. Wir machen doch Fortschritte. Es gibt auch Einigungen. Die bezahlten Urlaubstage. Die sind zwar unterschiedlich verteilt, aber die Deutschen haben sogar einen mehr. Guten Tag. Und die Sozialabgaben? Die Sozialabgaben. Im deutschen System beteiligen sich die Arbeitgeber mit freiwilligen Leistungen. Wenn wir das verstärken, werden die Beiträge vergleichbar mit den französischen. Na, hören Sie. Und Lohngleichheit für Männer und Frauen? Frankreich erhebt das zur Priorität. Wobei Sie sie selbst noch nicht durchgesetzt haben, also... Mit Euratom haben wir eine friedliche atomare Nutzung. Und wir arbeiten an den Sozialaspekten. Wir können doch sagen, dass es gut läuft. Bleibt das Thema England. Niemand will etwas davon hören in London. Sie werden nicht mitmachen. Monet sagt, die Engländer seien Pragmatiker. Schaffen wir Europa. Und wenn alles funktioniert, werden sie von selbst mitmachen wollen. Monet hat seine Ausbildung doch in London erhalten. Er hat mit 18 dort den Cognac seiner Familie verkauft. Oh nein, nein. Das hieße ja, wenn es nicht gut läuft, wollen sie aus dem Bündnis gleich wieder raus. Das ist kein loser Staatenclub, sondern eine Gemeinschaft für immer. Davon abgesehen ist unser Hauptproblem gerade die Einbeziehung der Kolonien. Ach, immer diese französischen Forderungen. In diesem Punkt legen sich die Deutschen quer. Dabei ist es eine geniale Idee, Eurafrika. Das ist Neokolonialismus, Spark. Wenn Europa Afrika nicht unterstützt, wird es sich woanders umschauen und nicht unbedingt bei Freunden. Ist es nicht eine Chance, sie in unseren Markt einzubinden? Eine Chance? Andere würden es Zwang nennen. Glauben Sie ernsthaft, dass Deutschland und Italien bereit sind, sich an dem Entwicklungsfonds zu beteiligen? Und damit das französische Afrika zu finanzieren und das belgische genauso? Im Moment sind unser größtes Problem die Bananen. Wenn die Kolonien dazustoßen, überschwemmen französische Bananen den deutschen Markt. Na und? Die Deutschen haben Abkommen für Bananen aus Lateinamerika. Im Austausch für Volkswagen-Werke. Und dann auch noch die Parteienfinanzierung. Glauben Sie mir, ich bin schier explodiert. Ich habe gedroht, dass ich die Presse hole und Sie gezwungen sind, der Welt zu erklären, warum Europa an Bananen scheitert. Das hat dann endlich gewirkt. Vertrauen Sie meiner Erfahrung. All das,
sind doch pure Hinhaltemanöver. Endlos diskutieren, um nie unterzeichnen zu müssen. Während des Krieges wurden kostspielige Entscheidungen gefällt. Doch in Friedenszeiten will niemand Risiken eingehen und alles steht und fällt mit dem Politkalkül. Während die präzise Ausgestaltung des Sechser-Abkommens auf sich warten lässt, werden die in Brüssel laufenden Verhandlungen durch eine neue Weltkrise belastet. Am 26. Juli 1956 verstaatlicht der ägyptische Staatsführer Jamal Abdel Nasser den bis dahin unter militärischer Kontrolle der Briten stehenden Suezkanal. Der Kanal ist fundamental für die europäische Wirtschaft, insbesondere für Paris und London, die in dieser Region dieselben geostrategischen Interessen verfolgen. Während das Erdöl rationiert wird, schmieden Paris und London ein Geheimabkommen und bereiten sich darauf vor, Nasser die Herrschaft über den kostbaren Kanal wieder zu entreißen. Die Aktion hat nicht das Platzett der amerikanischen Alliierten, aber wird deren Zustimmung überhaupt benötigt? Mit der ehrgeizigen Militäroperation wird die Armee in Frankreich wieder zu einem starken Akteur in der weltpolitischen Landschaft. Der Generalstab schlägt scharfe Töne an. Euratom muss vom Tisch, weil das Bündnis jede Entwicklung eines militärischen Nuklearprogramms untersagt. Die Übereinkunft unter den Sechs wackelt erneut. Guy Mollet, seit Februar französischer Premierminister, muss vorsichtig taktieren. Sie wollen die Bombe also wirklich? Monet hat mir geschworen, dass es ein Gerücht sei. Washington hat das auch geschworen. Dann steht Euratom am Ende. Und damit auch der gemeinsame Markt. Alles. Nein. Zeigen Sie Ihr Geschick. Überzeugen Sie Deutschland davon, uns einen Sonderstatus zuzugestehen. Schon wieder eine Ausnahmeregelung. Und in letzter Minute. Genau wie der, der die EVG torpediert hat. Der Generalstab hat das Parlament darauf eingeschworen. Da kann ich nichts machen. Sie klingen genauso wie Mondes France. Er würde Ihnen dasselbe sagen, ganz recht. Adenauer muss also erstens die französische Bombe akzeptieren. Das wird er tun. Und zweitens muss Adenauer für Eurafrika bezahlen. Und das eröffnet ihm einen Absatzmarkt. Am Ende verprellen wir Adenauer noch. Wer hat gesagt, dass Frankreich bremst? Adenauer wird einwilligen. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Washington es so will. Washington wird gar nichts mehr wollen. Und zwar genau wegen ihrer Bombe. Natürlich wird das die USA verärgern, aber sie brauchen ein vereintes Europa fast so sehr wie wir. Sie wollen, dass wir stark sind, denn wir stehen an vorderster Front gegen die Sowjets. Sie wollen, dass wir zusammenstehen und zentralisiert sind, weil sie glauben, dass sie uns so besser beherrschen können. Und noch etwas. Washington übt Druck auf Adenauer aus. Es heißt, sie wollen Truppen aus Deutschland abziehen und das glaubt er. Wirtschaftlich dominiert Deutschland, aber auf ihm lastet auch die akuteste Bedrohung, stimmt's? Die Vereinigung Deutschlands durch den Osten ist keine mythische Fantasie. Adenauers Mission besteht darin, Deutschland in der freien Welt zu verankern. Und unsere Mission, und zwar unsere historische, ist es, ein gemeinsames Europa zu schaffen. Spark, so gut es eben geht. Guy Mollet lässt sich nicht beirren. Und die Umstände spielen ihm in die Hände. Die Angst geht um vor dem russischen Vorschlag einer Wiedervereinigung Deutschlands zu den Bedingungen Moskaus, was die Bundesrepublik vom Westen trennen würde. Adenauer macht sich keine Illusionen. Und der sowjetische Bär zeigt seine Krallen. Im Herbst 1956 überrollt er Ungarn und erstickt dort alle Freiheitsgedanken im Keim. Mit den wachsenden Aktivitäten der Sowjets im Osten sehen die Europäer ihre Befürchtungen bestätigt. Zur gleichen Zeit wagen Engländer und Franzosen eine Kraftprobe. Sie schnüren ein Geheimabkommen mit Israel. Die Israelis attackieren Ägypten.
Unter dem Vorwand, die kämpfenden Parteien trennen zu wollen, landet eine franco-britische Truppe in Ägypten und erobert das Suezkanalgebiet zurück. Das Manöver löst weltweit Proteste aus. US-Präsident Dwight Eisenhower verurteilt die Suez-Aktion energisch. Die USA veranlassen die Einberufung einer UN-Vollversammlung und fordern die Verabschiedung einer Resolution, die den sofortigen Rückzug der britisch-französischen Streitkräfte aus Ägypten zum Gegenstand hat. Ein Votum gegen die US-Resolution. Wer ist der Feind Amerikas? Die Sowjetunion? Sieht wohl nicht so aus. Und wer sind seine Alliierten? England, Frankreich? Scheinbar Vergangenheit. Wir stimmen dagegen. Dagegen? Dann sind wir die Einzigen. Vielleicht noch mit Neuseeland, was wohl eher symbolisch ist. Wenn die Russen Ungarn in Schutt und Asche legen, rühren sie sich nicht. Aber sie sind schnell bei der Sache, wenn es darum geht, die Aktion in Ägypten zu rügen. Die USA wollen den Einfluss nicht mehr teilen. Sie wollen eine bipolare Welt. Nun, die werden sie nicht kriegen. Europa wird sich erheben. Europa wird zusammenfinden und zusammenstehen. Was würde ich dafür geben, zu hören, was die zwei gerade bereden? Von Washington im Stich gelassen, erhält Frankreich Rückendeckung von seinen europäischen Verbündeten. Am Rande einer Tagung mit den Ministern Spaak, Bech, Lünz und Martino führt Bundeskanzler Adenauer in den Gärten von Matignon ein entscheidendes Vier-Augen-Gespräch mit Guy Mollet. Er wird nachgeben. Glauben Sie das? Die russischen Panzer in Budapest haben den Druck auf ihn erhöht. Morgen könnten diese Panzer in Bonn stehen. Und übermorgen in Brüssel. Ich habe nie an die Entspannung geglaubt. Khrushchev ist nicht weniger gefährlich als Stalin. Und seien wir doch ehrlich, unsere Freunde aus Amerika werden uns nur noch unterstützen, wenn wir uns vollkommen unterwerfen. Ich schätze, jetzt gerade willigt er ein, für die französischen Kolonien zu bezahlen. Jeder Schritt, den er macht, kostet ihn 100 Millionen Mark. Und was ist mit der Bombe? Nun ja, wenn Mollet nicht nachgibt. Mollet wird nicht nachgeben. Er hat keine Wahl. In Deutschland gibt es Wahlen. Knapp einem Jahr. Für die Zeit danach kann ich für nichts garantieren. Glauben Sie, das ändert die Lage? Ich will, dass vorher alles unterzeichnet und ratifiziert ist. Schnellstmöglich. Alles? Ja, alles. Es ist der 6. November 1956. An diesem Tag geht das deutsch-französische Duo seine ersten gemeinsamen Schritte. Auf internationalen Druck sieht sich die britisch-französische Streitmacht einen Monat später zum Rückzug aus Ägypten gezwungen. Damit ist der Beweis erbracht. Selbst im Schulterschluss mit England fehlt Frankreich inzwischen das Zeug zur Großmacht und das Recht, als Weltpolizist aufzutreten. Der Zusammenhalt der Europäischen Gemeinschaft erscheint unabdingbarer denn je, wenn sie auf der Weltbühne mitreden will. Das Suez-Fiasko war nicht vergebens, wenn es nach Europa führt. Diesmal ist die Öffentlichkeit auf unserer Seite. Adenauer ist zu Zugeständnissen bereit und ich rette meinen Arm. Guy Mollet kann aufatmen. Adenauer, das weiß er, wird sich der Bombe nicht widersetzen und das Abkommen über die Kolonien billigen. Denn der Bundeskanzler stellt den Aufbau Europas über alles. Guy Mollet bestellt seine Partner nach Paris. Totalabkommen, titeln die Zeitungen. Im darauffolgenden Monat wird vereinbart, sollen die beiden Verträge unterzeichnet werden. Wir werden sehen, was die Zukunft für uns bereithält. Aber eins ist sicher. Khrushchev und Nasser verdienen ein Denkmal als Väter Europas. Gut, also, wo unterzeichnen wir diese Verträge? In Brüssel? Was meinen Sie, Spaak? Martino, es wäre mein Traum, es in Rom zu tun. Immerhin stellen wir damit das römische Imperium wieder her. Ich glaube, das lässt sich machen. Im Kapitol. Ich spreche mal mit dem Bürgermeister. Er ist mein Freund. Dans cette heure,
apaisée et heureuse. Tâchons de nous donner nos futurs, la source d'inspiration, puisons dans l'immortel passé. Diese Frage hält sich schon aus der Seele. Denn diese Frage wird von Millionen und Abermillionen. Meine Herren, ich glaube nicht an Gott, aber ich zitiere gerne aus der Apokalypse. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die kein Mensch mehr schließen kann. Welch lyrischer Eifer, Spark! 7 Jahre haben diese Männer gebraucht, um den Dampfer Europa vom Stapel laufen zu lassen. Sie hofften, dass die Verträge Europa mit Hilfe einer schnellen Integration rasch in eine große demokratische Macht verwandeln würden. In Wirklichkeit geht alles viel langsamer. Sie hatten nur den Weg geebnet. Einen Weg, der 60 Jahre später noch offen und seltsam unbestimmt bleibt.